Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5 meines Feed the Beast of 20 Pack Let's Plays. In der 1.7.10 endlich. In der letzten Aufnahme haben wir keine Ahnung mehr was gemacht, das ist schon eine Weile her. Was ich zwischen den Aufnahmen mal gemacht habe, ich habe eine Menge Kobalt gesammelt. 28 Kobalt Ohr und 14 Adalt Ohr, auch wenn wir eigentlich nur Kobalt brauchen. Es würde aber immer noch nicht reichen, um alle Tools, die mir in meinem Kopf rumschweben, zu verwirklichen. Aber bevor ich darauf weiter eingehe, möchte ich erst einmal dieses eine Kobalt nutzen. Denn das erste, was ich haben möchte, ist eine Spitzhacke. Schwert wäre auch ganz effektiv, aber als allererstes wäre mir eine Spitzhacke ganz lieb. Und dann hätte ich halt gerne eine Erzverdopplung, die nicht nur verdoppelt, sondern halt auch mehr als verdoppeln kann. Denn die Sonnentree verdoppelt halt, aber das reicht mir nicht. Denn selbst mit verdoppelten 28, ich weiß nicht, ob das reicht, also... Einfach gesagt, ich möchte lieber noch mehr rausholen können aus meinem Kobalt und Dardite. Also, ich versuche das mal zu bekommen. Mal sehen, das letzte Mal habe ich ja Ewigkeiten gebraucht, um das zu basteln. Aber ich versuche dieses Mal so schnell wie möglich die Mod zu machen, mit der man nämlich Erze mehr als verdoppeln kann. Nämlich bis zu vervierfachen, glaube ich. Nämlich ist das Factorization. Aber dafür brauchen wir 9 Diamanten. Diamanten wiederum will ich nicht ohne Glück abbauen. Also will ich zumindest mein allererstes bisschen Kobalt dann doch in eine Spitzhacke stecken. Gut, was wir aber erst einmal brauchen, ist das Material für den Handle der Spitzhacke. Nämlich halt für die Toolrod, genau, so heißt das Teil. Und das wird für mich ein Material sein, das ich auch eigentlich erst immer als Toolrod benutze, weil es ein Metall ist und somit 1,3 Handle Modifier hat, also halt die 1,3-fache Durability ernimmt und gleichzeitig noch einen Modifier hinzufügt. Das heißt, es fügt... halt zu den standardmäßigen 3 Modifiern, die man zum Beispiel auf meiner Pick hier sieht, der sind halt 3, fügt es noch einen extra dazu. Dieses Material ist Thaumium aus Thaumcraft. Thaumium fügt aber, nur für diejenigen, die es noch wissen wollen, immer nur ein Modifier zu. Also wenn ihr ein Tool mit 2 Thaumium-Teilen habt, habt ihr trotzdem nur einen Modifier mehr. Also ihr braucht nur einen Teil Thaumium. Wenn ihr mehr als einen extra Modifier haben wollt, müsst ihr Papier nehmen. Denn Papier gibt euch mit jedem Teil, das ihr aus Papier macht, einen Modifier. Thaumium hingegen nur ein einziges Mal. Nur damit das nochmal kurz klargestellt ist. Aber das ist das, was ich erstmal kurz machen möchte. Ich möchte mir Thaumium besorgen. Ich werde jetzt nicht groß erklären, was Thaumcraft angeht. Erstmal. Das richtige Thaumcraft-Erklärungszeug kommt dann später. Ich werde euch nur einfach kurz die Grundlagen zeigen und dann euch zeigen, was ihr braucht für den Anfang. Zuerst brauchen wir ein Bookshelf. Und wir brauchen 2 Iron Caps. Die packen wir zusammen mit einem Stick und bekommen unseren ersten Iron Cap Wooden Wand. Der Wand ist sozusagen ein Zauberstab, mit dem ihr die Energie speichern könnt, die es in Thaumcraft gibt. Näheres dazu findet ihr in dem Ding, was wir jetzt machen. Buchstab auf dem Boden, Rechtsstick mit Wand. Und ihr bekommt einen Thaumonomicon. Mit diesem Buch hier steht alles drin, was ihr wissen müsst. Alles. Wenn ihr also irgendwas wissen wollt, dort steht's drin. Ihr müsst dafür aber, um die Sachen freizuschalten, die ihr wissen wollt, das hier machen. Research. Also, soweit ich weiß, gibt es das ganze Buch auch auf Deutsch, wenn ihr es auf Deutsch lesen wollt. Das heißt, stellt eure Sprache auf Deutsch, klickt auf wahrscheinlich Nachsuchen oder keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißen müsste. Jedenfalls auf das Teil mit der Feder hier und dann könnt ihr euch das durchlesen. Ich werde es auch in einer späteren Folge nochmal genauer erklären, werde es aber jetzt noch relativ kurz anreißen. Denn ich will nicht die ganze Folge nur dabei verbringen, Thaumcraft anzufangen. Ich will Thaumium haben, nicht Thaumcraft machen. Also machen wir das relativ kurz. Und zwar haben wir noch ein paar Slabs. Wir haben noch ein paar Slabs. Wir brauchen nämlich, soweit ich weiß, mal sehen, Table. Was mir jetzt auch aufgefallen ist, wenn wir mal ganz kurz bei Armor gucken. Ihr seht, die Armor-Plating ist endlich mal eine... Ich habe ein neues Faithful drin und die haben jetzt endlich eine Textur. Das ist nämlich jetzt das geupdatete Faithful. Meine Fritz, ich kann heute nicht sprechen. Und deswegen haben die Dinger jetzt auch endlich mal Texturen. Die haben jetzt nicht nur so eine lila-schwarze Textur. Egal, was wir jetzt wollen, ist ein Table. Und zwar ein Table aus Thaumcraft, das Ding. Und den craftet ihr so, das heißt so, so, bekommt ihr ein Table. Davon brauchen wir 2 Stück. Erstmal nur, denn ich will wirklich nicht viel mit Thaumcraft erstmal machen. Ich will nur dieses eine Material mit besorgen können. Dafür brauche ich wirklich nur 2 Tables. Die stellen wir uns irgendwo hin. Keine Ahnung. Stellen wir sie erstmal... Unsere Base ist zu klein.
Ach, stellen wir es erstmal hier hin. Ist doch scheißegal im Moment. Dann brauchen wir die Iron Nuggets nicht mehr. Die können mal weg. Und was wir dann als nächstes brauchen, ist eine Feder, eine Glass Bottle und ein X-Sack. Und ein Cauldron brauchen wir auch gleich noch. Ein Cauldron wisst ihr ja. Aber Feder, dann brauchen wir noch eine Glass Bottle, die wir gar nicht haben. Also müssen wir erstmal Glas kochen. Dafür brauchen wir Sand. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müsste eigentlich ich mit einem Stick wahrscheinlich ein Item kochen können. In diesem Ofen. Denn ich habe mir Nether Furnaces gemacht. Und Nether Furnaces sind cool, denn sie geben euch die doppelte Schmelzlänge. Das heißt, der Furnace ist genauso schnell wie ein Vanilla Furnace, aber er verbrennt ein Item doppelt so langsam. Oder halt halb so schnell. Das heißt also, ihr bekommt mit einem Stick ein ganzes Item und mit einer Kohle 16 Items. Das ist der Vorteil am Nether Furnace. Ihr kauft den genauso wie einen normalen Furnace, nur aus Netherrack. Der ist übrigens aus Netherrack. Aber wie gesagt, das Teil eine Kohle, 16 geschmolzene Items, aber wie gesagt, dafür dann, ja, was wollte ich jetzt gerade sagen? Dafür dann genauso schnell wie ein Vanilla Furnace, das wollte ich sagen. Gut, dann machen wir nochmal so, und zwar ein paar mehr Sticks, packen noch zwei Sticks da rein und machen uns nochmal zwei Glas mehr. Machen wir sowieso eins haben, wobei ich auch nur eins. Na komm, Sand hat man immer so wenig, wenn man nicht gerade schon Maschinen hat, die es produzieren können. Dann nehmen wir uns drei Glas, packen die so hin, holen uns drei Glas Bottles. Ey, jetzt brauchen wir noch einen Tintensack. Und den Tintensack packen wir jetzt noch so zusammen und bekommen Scribing Tools. Dann kommt das weg. Die Scribing Tools legt ihr auf euren Table. Zack, und bekommt ein Research Table. So. Und auf dem könnt ihr jetzt Research machen. Was genau das heißt? Naja. Einmal brauchen wir jetzt noch zwei Shards. Ihr könnt jegliche beliebigen Shards nehmen. Sie müssen auch nicht unbedingt gleich sein, aber ich habe am meisten Entropy Shards. Wir brauchen zwei Gold Ingots. Und noch ein Glas. Wenn ich mal so das doch sparen können, das nicht zu machen. Und dann brauchen wir nämlich noch etwas. Weil wir müssen sowieso noch was machen. Das ist mir noch aufgefallen, dass ich noch machen muss. So, mach mal hin. Wir bekommen ein Glas. Und das Glas kombinieren wir so. Und wir bekommen ein Thermometer. Mit diesem Thermometer könnt ihr jetzt Dinge scannen. Heißt, ihr könnt jetzt gucken, Rechtsklick gedrückt halten. Und ihr seht, woraus dieses Ding besteht. In Thornclough ist es so, jeder Gegenstand in Vanilla und Thornclough und auch vielen Mods, der normal gecraftet wird, also jeder Gegenstand, der normal gecraftet wird in Mods, hat Research Points. Ist aus irgendwas gemacht. Der hat Aspekte. Und diese Aspekte scannt ihr mit diesem Teil und da bekommt ihr Research Points für. Und ihr seht hier, wir haben zum Beispiel jetzt 17 R, 19 Aqua, 20 Perditio, 15 Ordo. Wenn wir jetzt etwas scannen, zum Beispiel Erde, Dirt, bekommen wir noch 2 Terra hinzu und ihr seht hier, wir haben 21 Terra. Im Gegensatz zu den vorher 19. Also ihr bekommt für Scan Research Points. Ihr könnt auch neue Aspekte entdecken. Also momentan sind das jetzt nur die 2, 4, 6 Primals. Also es sind jetzt die 6 Anfangsaspekte, die Primals, die aus nichts bestehen. Was ihr aber haben könnt, ist zum Beispiel eine Torch Scan. Eine Torch hat Lux. Lux ist ein neuer Aspekt. Und wenn wir jetzt mal in Thermonomicon gucken, können wir hier sehen, unter diesem Aspects of Magic Tab, das sind die Primal Aspects, die hier. Und dann gibt es Lux. Und Lux ist gemacht aus R und Ignis. Wenn wir also R und Ignis kombinieren würden, bekommen wir einen Lux. Das wird später noch einfacher, aber das zeige ich euch dann, wenn wir genau dazu kommen. Was ihr jetzt machen solltet, ist, ihr nehmt euer Scribing Tool und besorgt euch Papier. Das wir jetzt gar nicht mehr haben, glaube ich. Und wofür wir auch kein Sugarcane haben. Toll. Haben wir zufällig noch schnell Sugarcane? Ich gehe nochmal kurz gucken nach Sugarcane. Bis gleich. So. Wenn ihr beim Scan neue Aspekte entdeckt, dann bekommt ihr erstmal 3 davon. Und es gibt eine Menge Aspekte. Es kann auch Aspekte geben, die aus anderen Aspekten gemacht sind, die aus anderen Aspekten gemacht sind. Also halt doppelte Aspekte. Einer der frühesten Aspekte, die ihr auch, euch wahrscheinlich auch craften müsst, das heißt hier unten machen müsst, denn sie sind sehr schwer auf anderen Sachen zu finden, ist Life, also halt Victus. Wenn wir also Aqua und Terra kombinieren, bekommen wir Victus. Und ihr seht, wir bekommen gleich 3 auf einmal, wenn wir das kombinieren.
Normalerweise würden wir nur einen bekommen, aber da wir den neuen entdecken, bekommen wir gleich drei davon. Victus ist einer der Aspekte, die ihr braucht, um überhaupt irgendetwas aus Holz so scannen zu können. Und das ist auch relativ schwer, wie gesagt, etwas zu finden, das nur Victus hat und keine anderen Aspekte, die schwer, die leicht zu bekommen sind. Also ist es relativ schwer zu bekommen, weswegen ich euch empfehlen würde, das einfach dort zu machen. Was wir jetzt aber machen wollen, ist, wir wollen uns Thaumium als Research bekommen. Oder beholen, irgendwie so. Trotzdem mache ich als erstes die Researches, die ich eigentlich immer als erstes mache, nämlich Research Expertise und Research Mastery. Research Expertise erlaubt euch, die Aspekte hier zu sehen, wenn ihr sie, wenn ihr über sie hovert. Das heißt, wenn ihr jetzt hier guckt, normalerweise müssen wir immer jetzt jedes Mal ins Buch rüberblättern und hier Victus, Aqua und Terra nachgucken. Oder ich habe ein tolles Plugin installiert. Ich habe ja das Thaumcraft NEI Plugin. Dort seht ihr übrigens auch, wie viele Aspekte es gibt. Wenn wir einfach mal auf Victus klicken, dann sehen wir Aqua und Terra. Und used in nix, weil wir noch nichts nichts gefunden haben, in dem Victus vorkommt. Also, das Thaumcraft NEI Plugin ist sehr praktisch, denn dort können wir jetzt direkt alles so nachgucken und brauchen uns nicht immer alles im Buch nachschlagen. Aber mit Research Expertise wird es noch einfacher, weil wir das direkt hier drüber gucken können und nicht noch jedes Mal in NEI reinklicken können müssen. Was wir jetzt also tun, ist, wir gehen ins Thaumionomicon und klicken auf dieses Teil drauf mit einem Papierinventar und den Scribing Tools. Und ihr seht, euer Scribing Tool bekommt Damage und ihr bekommt eine Research Note. Ein Papier wird aufgebraucht. Jetzt seht ihr hier, ihr kriegt dieses kleine Teil mit Ordo drauf und zwei Fragezeichen. Das heißt, ihr müsst diese Fragezeichen erstmal entdecken, denn ohne dass ihr wisst, was diese Fragezeichen sind, könnt ihr dieses Ding nicht lösen. Also, geht raus mit eurem Thermometer und spielt das Spiel Scanning All the Things, das heißt, immer schön Rechtsklick über auf allem halten und versuchen es zu scannen. Wenn ihr irgendwas scannt, was ihr noch nicht scannen könnt, dann steht hier unten meistens ein kleiner Tipp, was ihr scannen müsst, damit ihr das, die hat nur Terra. Ja, hier, Move zum Beispiel. Oder hier die Chest of Vacuous. Also, einfach gesagt, ihr kriegt einen kleinen Tipp dafür, was ihr scannen müsst, um das zu bekommen. Gut. Ich werde jetzt also mal das Spielchen spielen. Scanning all the things. Jegliche Sachen in den Kisten durchscannen. Draußen rumlaufen, da versuchen alles zu scannen. Immer gucken, was man so alles scannen kann. Zum Beispiel könnt ihr auch Flüssigkeiten scannen. Ihr könnt auch Lava scannen. Und Wasser, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon gescannt, obwohl ich unten am Wasser war. Ich glaube nicht, doch habe ich, sehr schön. Also ihr könnt auch Flüssigkeiten scannen. Eigentlich haben, soweit ich weiß, nur wenige Flüssigkeiten einen Wert, auch aus Mods wenige. Aber naja, jetzt haben wir wieder was Neues. Also, immer schön Sachen scannen. Ich stelle euch für diejenigen, die es wissen wollen, nochmal einen Guide in die Beschreibung, also einen Link in die Beschreibung für einen offenen englischen Guide. Der euch sagt, wie ihr am schnellsten und am einfachsten früh alle Aspekte bekommen könnt. Natürlich ist es inzwischen nicht noch ein bisschen ausgelaufen und einige Aspekte haben sich geändert. Zum Beispiel hatte die Chest früher nicht nur Vacuous, das war ein bisschen mehr als nur Vacuous. Aber naja, ändern sich halt die Sachen. Ansonsten, vielleicht mache ich das auch einfach gar nicht und ihr könnt einfach mal selber ausprobieren, aber ich glaube, ich mach's. Also ich glaube, ich stelle mal einen Link rein und dann könnt ihr mal gucken. Habe ich auch schon lange gemacht. Und ihr seht hier, wir haben Erber bekommen. Und Erber besteht zum Beispiel, aus Victus und Terra. Und da wir jetzt Erber haben, sollten wir jetzt auch noch wieder Arbor machen können. Das heißt, wir sollten jetzt auch Holz scannen können. Sowas wie das Zeug hier. Die Better Banners, die haben alle Holz und jetzt können wir auch Arbor. Also, so scannt ihr Sachen. Gut, also wie gesagt, ich werde jetzt mal Scanning All the Things machen. Wobei ich euch eine Sache noch kurz sagen möchte. Ich habe im Nether eine Aura Note gefunden auch. Das war eine Hungry Note. Diese Viecher sind mies. Sie ziehen euch hinein und geben euch Damage und ihr kommt nicht wieder raus, selbst wenn ihr fliegen könnt. Oder, na gut, mit Bad Mode kommt ihr nicht raus. Wenn ihr ein Jetpack habt, kommt ihr raus, wenn ihr ein schnelles Jetpack habt, zum Beispiel aus Modular Power Suits. Ich glaube auch mit dem Industrial Craft Teil, wenn ihr schnell nach oben fliegt, aber es ist schwer, denen zu entkommen. Und sie klauen Blöcke und Items. Wenn ihr also Items da reinwerft, dann sind die weg. Jedenfalls, ich bin dann daran zu einer Note gestorben, habe es aber geschafft, mein Items wiederzubekommen, da ich die Note zerstört habe. Wenn ihr Notes zerstört, also Aura Notes zerstört, die in der Welt sind, wenn wir jetzt mal mit unserer Thermometer durch die Gegend laufen, sollten wir eigentlich ab und zu so ein Ding in der Luft sehen, so ein Glitzern in der Luft. Das ist dann eine Aura Note und
In der ist Energie enthalten. Genauere Infos findet ihr im Familiamikon und später werde ich euch auch noch mehr dazu sagen. Aber jedenfalls daran könnt ihr euren Wand aufladen. Seid vorsichtig, dass ihr nicht alles rausklaut, bla bla. Findet ihr auch im Familiamikon. Jedenfalls, wenn ihr diese Dinge zerstört, was ich übrigens nicht empfehlen würde, weil Aspekte, bei Hungry Notes kann es aber ganz sinnvoll sein, weil die euch sonst immer wieder töten. Wenn ihr die zerstört oder wenn ihr Wisps killt, diese komischen runden Dinger, die immer in der Luft rumfliegen und euch nerven mit Blitzen, dann bekommt ihr etwas, das ich keine Ahnung, wo ich es hingelegt habe. Ach, hier. Ethereal Essence. Und wenn ihr die scannt, bekommt ihr einen Aspekt, der sonst sehr schwer zu bekommen ist. Nämlich, na, kenne ich noch nicht. Ihr bekommt dann jedenfalls Autumn und der ist sehr, sehr schwer zu entdecken und deswegen wollte ich euch das nur mal sagen. Es ist, glaube ich, eine, also ich glaube, es gibt wirklich nur sehr wenige Sachen, die auf dem das drauf ist. Autumn. Und ich glaube, das ist, also wie gesagt, eine der wenigen Sachen, auf denen das drauf ist. Gut, jetzt aber wirklich, ich bin dann gleich wieder da. Ich scanne mal ein paar Sachen. Und dann mache ich die Research, zeige ich kurz, wie die Research funktioniert. Und dann reicht es auch erstmal für Farmcraft, denn den Rest zeige ich dann irgendwann mal, wenn wir richtig mit Farmcraft anfangen. Gut, also, wie gesagt, versucht mal sowas zu bekommen. Von Wisps könnt ihr die bekommen, von Aura Notes zerstören. Und das war es eigentlich, glaube ich, auch schon. Und wie gesagt, eine der wenigen Sources für Aurum, was wiederum aus, ich glaube, Air und Magie besteht, also Precantatio. Und Precantatio ist wiederum eine Kombination aus mehreren Aspekten, die ihr dann entdecken werdet. Bis gleich. Noch ein kleiner weiterer Tipp. Wenn ihr mit Shift gedrückt über ein Item Mauszeiger haltet, zum Beispiel jetzt Awkward Planks, kann ich ja scannen. Wenn ihr jetzt Shift haltet, dann seht ihr die Aspekte, die dieses Item hat. Daran könnt ihr sehen, ob ihr ein Item schon gescannt habt. Nur so als kurzen Teil. So, Ewigkeiten des Scans später. Ihr seht, die Sachen laufen immer noch an der Seite weiter. Ich habe alle meine Kisten durchgescannt und alles. Möchte ich euch mal kurz zeigen, wann die erste Research macht. Und zwar geht es darum, diese drei Punkte, es können auch mehr oder weniger sein, in irgendeiner Weise zu verbinden. Und zwar könnt ihr dabei, also schließt dann die Sachen, die hier stehen, immer jeweils der Aspekt an, entweder aus dem das besteht, das heißt zum Beispiel bei Cognito, ihr seht, wenn ich hier Cognito angucke, Cognito besteht aus Terra und Spiritus, also werden Terra und Spiritus daran anschließbar sein, oder in was es benutzt wird, das heißt zum Beispiel Cognito ist benutzt mit, also ist benutzt in Humanus. Wir können jetzt also an Cognito sowohl zum Beispiel Terra ranmachen, hier, als auch zum Beispiel, was war das? Humanus. Also beides würde connecten. Ihr seht, dass es connected, wenn wir jetzt, wenn das Ding hell ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel Eisen daran machen, naja, das hat jetzt nicht hat jetzt schon geklappt, aber wenn wir jetzt nochmal daran machen, hierhin, seht ihr, dass es ausgegraut ist. Also wenn es nichts hat, woran es dran passt, dann ist es ausgegraut. So, was hat denn Ordo? Ordo ist used in einer Menge Zeug. Aber Eisen werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Hingegen, was ich glaube, ist, dass das Ding hier hat ja Spiritus. Spiritus wiederum ist mit Senses zusammen. Das heißt, wir können dort Spiritus nehmen. Und dort Spiritus nehmen. Spiritus besteht aus Leben und Tod. Tod wäre Perditio, das heißt, wir nehmen mal Tod. Dann haben wir hier Perditio. Und Permutatio, weiß ich, ist inzwischen eine Kombination aus Perditio und Ordo und passt somit perfekt hier. Und dann seht ihr, wir haben hier so einen coolen Flieger da oder was anderes, was ich jetzt nicht näher erwähnen will, aber so einen coolen Starfighter haben wir jetzt. Und ihr seht, wenn alle verbunden sind, bekommt ihr so eine Discovery. Die gucken wir mal, ob man die scannen kann. Na komm. Wechsel mal. Und gucken wir, ob wir die scannen können. Schade. Wenn ihr sie nicht scannen könnt, einfach rechtsklicken. Und ihr seht, ihr bekommt die Research. Und wenn wir jetzt mal gucken, haben wir sie jetzt auch. Jetzt als nächstes möchte ich gerne, Ender endlich. Der Bell ist irgendwie ein bisschen komisch, der funktioniert nicht immer. Na komm, also das Ding hier. Ich drücke da und V und jetzt. Gut, jedenfalls, ihr seht, das haben wir jetzt abgeschlossen. Jetzt hätte ich jetzt gerne als nächstes Research Mastery. Das Problem an Research Mastery ist, ihr seht, da ist so eine leichte lila Wolke drin. Das heißt, dass ihr, wenn ihr diesen Research abschließt, Warp bekommt. Warp ist eine psychische Manifestation
der kaputten, also der schiefgegangenen Magie sozusagen. Das könnt ihr hier unter Warp, Flux and All Things Bad nachlesen. Warp ist sozusagen die Manifestation, die psychische Manifestation davon, dass Magie auch falsch sein, also zu was Falschem führen kann. Das heißt, man hat dann zum Beispiel Paranoia oder man hört sein Herz klopfen lauter oder man bekommt auch Research Points. Jedenfalls, wenn ihr Warp habt, gibt es positive und negative Effekte. Der negativste Effekt, der mir jetzt einfällt, ist, dass ihr gegen einen Boss kämpfen müsst oder gegen eine Art Boss, also gegen so ein Wächterviech. Das kommt aber erst, wenn ihr sehr viel Warp habt. Und in dem Falle hier ist das Warp mostly harmless. Das heißt, hier wird euch angezeigt, wie viel Warp das gibt. Und das hier ist mostly harmless. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass es eine Anspielung auf etwas ist, aber es ist eine Anspielung auf etwas. Auf die englische Variante von einem Film bzw. einem Buch, das ich auch sehr gerne mag. Und was ich auch schon mal eingebaut habe in ein Dao 20 Display. Hashtag 42. Jedenfalls mostly harmless ist dann halt relativ wenig Warp, das ihr wahrscheinlich bekommt. Und deswegen bekommt ihr auch nicht die starken Effekte. Was ihr aber auch als positiven Effekt durch Warp bekommen könnt. Also ein Effekt ist, dass einfach nur eure Bildschirmecken ein bisschen dunkler werden und ihr euer Herzklopfen hört. Wenn ihr Glück habt, bekommt ihr dazu sogar noch einen Research Point und das ist nämlich dann der positive Effekt. Ihr bekommt also manchmal auch einfach Primal Research Points, das heißt ihr bekommt Air oder Aqua einfach als Research Points geschenkt, wenn ihr nur relativ wenig Warp habt. Wenn ihr viel habt, können euch relativ schlechte Effekte passieren, aber dann, wenn ihr so viel Warp habt, wisst ihr wahrscheinlich auch, was Warp ist. Also das könnt ihr hier nachgucken. Und Flux wäre dann sozusagen die physische Manifestation, wenn Warp die psychische ist, die dann ja zur Halluzination führt, ist Flux halt die physische, das heißt, es ist so ein lilanes Zeug, was einfach sich nur zubauen lässt und dann ist es wieder weg. Also nur nervig, nicht schlimm. Und gebt euch Fluxflu, wenn ihr reingeht, aber naja. Jedenfalls, das ist Warp, einfach gesagt, und wenn wir jetzt mal die Research machen, ich hole mir das jetzt mal ganz kurz, mache die Research und dann zeige ich, was passiert, wenn ihr die Discovery dazu bekommt. Bis gleich. Achso, und ich wollte euch nochmal zeigen, wenn ihr jetzt hier Research Expertise habt, könnt ihr jetzt einfach hier drüber gehen und seht immer direkt, was das für, woraus dieser Aspekt ist. Was ihr aber nicht seht, ist, worin er benutzt wird. Deswegen ist dieses Funcraft NEI Plugin so geil. Ihr könnt sehen, worin das Ding benutzt wird, oder das Zeug hier, der Aspekt. Zum Beispiel hier können wir sehen, mal sehen, hier, used in den beiden. Ja, ich weiß, dass es jetzt schon wieder Spoiler war, aber egal. Jedenfalls, ich mache die Research. So, wenn ihr jetzt diese kleine Sache hier rechts klickt, diese Discovery, dann, ja, kommt so ein komisches Geräusch, ihr bekommt das Teil, und wenn meine 5 Milliarden Research Points aber durchgelaufen sind, dann steht dort, you have gained warp. Und, ja, das dauert wahrscheinlich eine Ewigkeit, bis das runterkommt, weil ich so viel gescannt habe. Aber, wenn ihr das seht, dann müsste eigentlich stehen, you have gained warp, und, dann habt ihr halt warp. Und ab jetzt sollte ich ab und zu auch mal Warp-Effekte bekommen. Wenn ich mal einen bekomme, versuche ich ihn on camera zu kriegen. Naja, wird relativ schwierig, aber es wird bestimmt auch ab und zu mal einer on camera gestimmt, da werde ich euch darauf hinweisen, dass das ein Warp-Effekt ist. Aber einer der einfachsten ist einfach, eure Ecken des Bildschirms werden dunkel und ihr hört ein Herz klopfen. Dann stehen vielleicht irgendwelche Nachrichten noch im Chat. Aber bis da nicht gerade ein fetter Nebel kommt oder so, oder ihr irgendwie sowas wie Sunscorn bekommt, ist eigentlich Warp relativ harmlos. Und kann, wie gesagt, sogar was Gutes haben, wenn man Research Points bekommt. Gut, genug gelabert zum Anfang von Thorncraft, den Rest mit V und Aura Notes und alles erkläre ich dann irgendwann, wenn wir das mal brauchen. Erst einmal braucht ihr den Wanted nur mein Thorminomicon zu bekommen, aber hier nächstes habe ich euch schon mal gezeigt, wie ihr Research macht. Ich habe euch gesagt, dass ihr alles in Thorminomicon nachlesen könnt, wenn ihr es denn mal Research habt. Und ja, ihr könnt es, wie gesagt, auch wahrscheinlich zu 90% wird es wohl auch auf Deutsch gehen. Also ich glaube sogar alles. Ich weiß nicht, ob es bei Thermic Tinkering alles auf Deutsch geht, aber wenn ich so sehe, wie viele Mods inzwischen alles auf Deutsch auch schon umgestellt haben, dann habe ich da keine Probleme. Als letzte Sache aber noch zu Research. Es gibt ja die normalen Vierecke und runden Dinger und halt alles, was irgendwie nicht Hexagon ist, also halt nicht sechseckig, ist eigentlich immer, du klickst drauf, bekommst dieses Discovery-Ding und musst dann halt erstmal, also die Research-Note, müsst ihr dann das Spielchen spielen, dann bekommt ihr die Discovery und dann könnt ihr das bekommen.
Hingegen gibt es aber auch solche Dinge, wie zum Beispiel unter Artifice hier diese Dinger hier, Paving Snow Warding und Paving Snow Travel. Die könnt ihr einfach links klicken, wenn es diese Sechsecke sind. Sind das überhaupt Sechsecke? Ja, sind es. Diese Sechsecke, wenn ihr die links klickt und die Research Points habt dafür, also zum Beispiel hier Thomic Esoterica, kostet 5 Precantatio und 2 Vitreous. Und wenn wir das jetzt mal gucken, hier, wir haben Precantatio 17 Mal, wenn wir jetzt da draufklicken, haben wir davon nur noch 12. Also dann bezahlt ihr das einfach direkt und bekommt es auch direkt. Einfacher ist das Spiel zu spielen, aber für manche Sachen sogar teurer. Also nicht unbedingt gut. So. Jedenfalls, was ich jetzt haben möchte, ist das hier, Magical Metallurgy. Damit können wir dann auch Thaumium freischalten. Und dann zeige ich nochmal kurz, wie man Thaumium herstellt. Und dann müssen wir in der nächsten Folge uns unser Übertool herstellen. Dann zeige ich euch, wie man Modifier benutzt in der nächsten Folge. Und dann gehe ich erstmal eine Runde rein, hole mir Diamanten und dann können wir unser Kobalt und Ardeit nochmal 100-fach besser verdoppeln und verdreifachen und verhundertfachen. Was ich aber trotzdem nochmal mache, ist schon mal Ardeit hier reinschmeißen, denn ehrlich gesagt ist es mir doch relativ egal, wenn ich ein bisschen mehr Ardeit habe, denn Ardeit brauche ich eigentlich gar nicht. Also ich glaube, es gibt nur eine einzige Sache, für die ich wirklich Ardeit brauche, ansonsten nehme ich immer Steel oder Kobalt. Also Ardeit brauche zumindest ich nur sehr selten, deswegen ist es mir da nicht so wichtig, dass ich das spare. Kobalt hingegen schon. Gut, jedenfalls, wenn ihr jetzt Kobalt und Ardeit zusammen in das Matrix packt, bekommt ihr Manuale. Nur was man dazu haben. Also Kobalt rein, Ardeit rein, wenn jetzt Ardeit gleich geschmolzen ist, dann bekommt ihr Manuale. Ein Kobalt und ein Ardeit schmelzen zusammen zu einem Manuale. Und Manuale ist für Schwerter das beste Material, weil es das einzige außer Stahl ist, das 2 Base Damage macht. So, komm. Hier. Ihr seht, wir haben noch eine Ardeit übrig und ein Mandolin. Das eine Ardeit nehme ich mal, pack's als Ingot hier rein in die Kiste. Und dann schmelze ich wieder ein Kobalt schmelze ich dann noch. Und gegen das Ardeit scanne ich nochmal kurz, in Anführungsstrichen kurz. Aber ich bin dann gleich wieder da, wenn ich dann die physische Formel fertig habe und euch zeigen kann, wie man das herstellt. Bis gleich. Gut, was wir jetzt brauchen, ist ein Cauldron aus Vanilla Minecraft, den wir jetzt einfach mit einem Wand rechtsklicken. Und was bekommen wir? Einen kleinen Crucible. Den wir gleich mal scannen. Vielleicht muss ich das persönlich Shift drücken. Na, mal sehen. Jedenfalls, dieser Crucible braucht Hitze. Also nehmen wir erstmal Lava. Ihr könnt auch Netherrack und Feuer nehmen oder später Nitor, wenn ihr das bekommt. Das ist nämlich... das Zeug hier könnt ihr auch benutzen. Ist das effektivste, denn es brennt euch nichts an, wenn ihr das benutzt. Also, das ist halt das Einzige, was nur den Crucible heiß macht und nichts anderes in der Umgebung. Im Gegensatz zu Lava zum Beispiel. Dann schmeißt ihr jetzt Wasser hier rein. Und nach einer kurzen Zeit soll das anfangen zu blubbern. Und dann fängt zu blubbern. Dann ist der Crucible fertig. Wenn ihr es da drauf gibt, bekommt ihr Schaden. Gut. Also das schon mal da rein. Das schon mal... Ja gut, das kann ich auch mal kurz machen. Und dann brauchen wir jetzt nur noch... Mal sehen. Ich wollte nochmal das machen. Mann. Na, jedenfalls, was wir jetzt machen müssen, um uns Thaumium herzustellen. Thaumium. Ist... Mal sehen, wo ist Thaumium? Das da. In einem Crucible ein Eisen reinwerfen, das der... Also in einen... Crucible, der 4 Precantatio enthält, noch ein Eisen reinwerfen. Gut, das ist nämlich mein Thorncraft Genial Plugin, jetzt kann ich einfach die Rezepte aus Thorncraft direkt und einfach nachgucken. So viel einfacher als alles andere. Schön direkt nachgucken und auch nur dann, wenn man es schon geresearched hat. Nur dann kann man nachgucken, was es ist. Naja, jedenfalls, Thaumium, tolle Sache. Was wir jetzt brauchen, ist Dinge, die wir in den Crucible werfen können, um Aspekte zu bekommen. Denn der Crucible macht nichts weiter, als die Sachen, die wir reinwerfen, in ihre Aspekte zu umzuformen. Wenn wir jetzt also zum Beispiel Greatwood Log nehmen. Greatwood Log hat Precantatio. Moss Stone zwar auch, aber in dieser Welt haben wir nicht so viel wie in meiner Custom-Welt, deswegen nehme ich hier Greatwood Logs. Wir brauchen 4 Greatwood Logs für ein Thaumium. Denn es ist ein Precantatio auf einem Greatwood Log. Also nehmen wir uns jetzt noch ein Eisen
und wir schmeißen diese 4 Grapefruit Logs in den Crucible. Jetzt sind dort drin 4 Precantatio und eine Menge Arbor. Und jetzt bekommen wir noch jetzt schmeißen wir das Eisen rein und bekommen Fabian. Aber jetzt sind dort immer noch die ganzen Arbor-Sachen, also es ist immer noch ein Rest drin. Was wir jetzt machen können, nicht müssen, aber können, ist mit Shift Rechtsklick des Wands das Ding ausleeren. Dann entsteht aber in jedem Falle, wenn da irgendwas drin ist, noch, also wenn da irgendwas noch drin ist, entsteht mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit Flachs. Und das war gerade das, was ihr gesehen habt, dieses lilane Zeug. Einfach zubauen und wegpacken. Dann ist es weg. Dann habt ihr Ruhe davor. In jedem Falle, so stellt ihr Thormium her. Eigentlich sollte ich euch nochmal zeigen, wie man Nitor herstellt und das da drunter packt, aber ich sage es euch einfach und irgendwann mache ich das nochmal, wenn ich dann richtig mit Thornkraft anfange. Erstmal, wie gesagt, wollte ich nur so schnell irgendwie Thormium bekommen. Und was wir jetzt mit dem Thormium machen können, ist nicht in die Smurtry, sondern wir können es hier, das ist der einzige Inke, den ich hier in der Smurtry, ja gut, Obsidian auch, aber der einzige Metall, das einzige Metall, das ihr im Purple da verarbeiten könnt. Und ihr seht, das Ding hat einen Handle Modifier von 1,3 und gibt euch den Effekt bzw. den Modifier Thermic. Und Thermic gibt euch einen Modifier mehr. Also gibt euch dann 4 Modifier statt 3, wenn ihr es auf eurer Pick macht. Wenn wir es also so machen, und das zweite wird auf jeden Fall auch noch ein Thermium Tool Rod, also machen wir 2 Tool Rods. Eine davon kommt erstmal weg. Und die andere nutzen wir dann in der nächsten Folge für unsere super mega epische Spitzhacke. Also, ja, in der nächsten Folge zeige ich dann, wie wir aus dem Zeug, was wir haben, nämlich Kobalt, uns eine wunderbare Spitzhacke zusammenzimmern können und zeige euch, wie ihr Modifier nutzt. Na gut, ich habe es euch schon gezeigt mit der Rüstung, aber ich zeige es euch dann nochmal genauer, wie ihr Modifier nutzt und auch für Tools. Und dann werde ich wohl erstmal Diamanten suchen gehen, denn ich will, wie gesagt, mehr als nur Erzverdoppelung haben, vor allem bei Kobalt, weil ich weiß, dass ich noch Massen davon brauche und es selbst im Nether relativ selten ist. Ich bin schon froh, dass ich überhaupt 28 davon gefunden habe. Aber wenn ich mal ausrechne, wie viel ich überhaupt brauche, alleine 2x8 und das 2x und dann nochmal 3x8, also nochmal 24. Ich brauche alleine 24 für das erste Tool und das ist ein bisschen mehr. Also gut, ich komme dann in der nächsten Folge wieder und dann bauen wir uns eine schöne Pickaxe. Aber für diese Folge erstmal ein bisschen Thorncraft und ja, ich hoffe mal, ihr habt jetzt zumindest eine grundlegende Idee davon, wie man Research betreibt und wie man den Crucible benutzt. Später, wie gesagt, werde ich dann noch näher darauf eingehen, wenn wir richtig mit Thorncraft anfangen. Aber zuerst einmal, denke ich, reicht es, wenn diejenigen, die Thorncraft wirklich anfangen wollen, die werden dann wohl auch ein Thorncraft lesen können. Vor allem, weil es auch auf Deutsch erhältlich ist. Naja, jedenfalls, ich verabschiede mich dann jetzt erstmal für diese Folge und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Fit the Beast Down of 20 Pack. Tschüss!